wünsche Ihnen einen sehr schönen, guten Mittag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wie schön, dass wir uns hier zur ersten unserer Wasserkantaten treffen. Das ist ja eigentlich ein etwas seltsamer Begriff, Wasserkantaten. Die Geschichte dazu ist so verlaufen. Christian Lorenz, unser Intendant, sagte in den Planungsgesprächen für die diesjährige Musikfest zu mir, könnten wir nicht was machen über Wasser und Bach. Ich war zunächst sehr skeptisch, Wasser und Bach. Dann habe ich mich diesem Thema etwas zugewendet und war eigentlich zunächst sehr überrascht, denn in einem guten Drittel der Bachschen Kantaten kommt das Wort Wasser oder ähnlich mit ihm verwandte Begriffe wie Meer, Wellen oder aber auch Beweinen oder Tränen vor. Also in einem guten Drittel der Bachschen Kantaten ist das ein Stichwort. Und Sie können sich das denken, bei Bach wird das nur ganz selten einfach so hingesagt, sondern sehr oft löst dieses Motiv etwas Fließendes oder eine ganze Satzstruktur aus. Und so habe ich mich mit dieser Frage beschäftigt und schließlich aus den 200 Kantaten Bachs drei ausgewählt, in denen das Thema Wasser eine zentrale Rolle spielt. Eine zentrale Rolle in ganz verschiedener Art. Heute die Kantate Bachwerkverzeichnis 81, Jesus schläft, was soll ich hoffen? In ihr sehen wir das Wasser als ein Phänomen der Gefahr, der Bedrohung. Diese Kantate, die ja weniger bekannt ist, vor allem deshalb, weil sie keinen Eingangschor hat, wie viele der wunderbaren Bachschen Kantaten, diese Kantate entstand in der Epiphaniaszeit 1724. Viele von Ihnen wissen das, 1724, das ist also das erste Amtsjahr des Thomaskantors Johann Sebastian Bach in Leipzig und er schreibt für jeden Sonntag Kantaten. Diese Kantate 81 entsteht zum vierten Sonntag nach dem Epiphaniasfest, nach dem Erscheinungsfest. Und es ist interessant, wieder einmal zu sehen, wie stark Bachs Musik abhängig ist von dem Evangelium des Sonntagsgottesdienstes. Dieses Evangelium ist die Geschichte vom Seesturm. Sie werden sich erinnern, da betritt Jesus mit seinen Jüngern ein Schiff, es erhebt sich ein Sturm und Jesus schläft. Angstvoll wecken ihn die Jünger auf. Er sagt zu ihnen, ihr Kleingläubigen, warum seid ihr so furchtsam? Und er bedroht das Meer und den Wind und es wird still. Diese Geschichte ist das Thema der Bachschen Kantate. Bach beginnt mit einer Arie für den Alt und das Orchester. Dabei spielen alle Streichinstrumente, dazu zwei Blockflöten. Bach schafft also einen, wie soll ich sagen, fahlen Orchesterklang. Der Text der Arie wird heißen, Jesus schläft, was soll ich hoffen? In der Orchestereinleitung hören Sie zunächst klagende Motive, sie bestehen aus jeweils drei Noten, und dann ein sehr besonderes Motiv, was wir gerne Katabasis nennen. Katabasis. Das ist in der Terminologie der Musikwissenschaft ein Gang, der aus hoher Lage nach unten führt, Kata. Und der übersetzt natürlich im Sinn dieser Kantate den Untergang bedeutet. Wir zeigen Ihnen die Orchestereinleitung.
dieser Stelle, nach der Orchestereinleitung mit ihrem Klagegesang, setzt die Altstimme ein mit den Worten: Jesus schläft, was soll ich hoffen? Das Wort schläft ist durch einen langen Halteton abgebildet. Also nichts bewegt sich, es schläft etwas. Dann sagt die Altistin dreimal: Was soll ich hoffen? Sie sagt es dreimal, danach komponiert Bach eine Pause, bevor er mit dem Orchester weitergeht. Das heißt also übersetzt: Es ist nichts zu hoffen. Es gibt keine Hoffnung. Da ist einfach gar nichts, was übrig bleibt, an das man sich festhalten könnte. Der Text fährt an dieser Stelle fort mit den Worten: Seh ich nicht mit erblasstem Angesicht des Todes Abgrund offen. Bach interessiert sich offensichtlich sofort für diesen sehr speziellen Begriff mit erblasstem Angesicht, denn er begleitet im Orchester zur Singstimme nur mit den Blockflöten und den Continuo-Instrumenten. Er lässt den Orchesterklang also erblassen. Und dann hören Sie wieder diese langen Töne, dazu die Klagemotive des Orchesters und auch wieder diese Katabasis, also diesen absteigenden Gang. Am Ende dieses ersten großen Vokalabschnitts hat ihn die Singstimme. Es kommt in dieser Arie zu einem, ich möchte es einen quasi da capo nennen, also der Anfang kehrt wieder, dieser Anfang: Jesus schläft. Und es kehrt alles wieder, was wir am Anfang schon gehört haben, also der lange Ton, der schlafende Ton, die Klagemotive. Es kehrt auch wieder die Katabasis. Hans Jakob, spiel mal diese Katabasis-Stelle. Also diesen nach unten gehenden Gang. Er kommt an der Stelle, wo die Altistin wieder wie am Anfang sagt, dreimal: Was soll ich hoffen, was soll ich hoffen, was soll ich hoffen? Da erscheint diese Katabasis. Aber ich hatte Ihnen vorher diese Pause beschrieben, in der nun nichts war, keine Hoffnung war. Jetzt schreibt Bach in diese Pause die Blockflöten. Wenn Sie das hören, dann müssen Sie eigentlich verstehen, dass das die Umkehrung der Katabasis ist. Also das führt nach unten. Ich spiele nochmal. Und jetzt die Blockflöten, die nach oben zeigen.
Also Bach sagt hier etwas. Er sagt, blick nicht nach unten, blick doch nach oben. Da gibt es Hoffnung. Hören Sie die ganze Stelle im Zusammenhang? Wunderschönes einleitendes Stück für diese Kantate. Das ist die Geschichte des Matthäus-Evangeliums. Aber Bach versteht sie, wie soll ich sagen, als Metapher, also als Abbild von etwas ganz anderem, viel breiter gedachtem, nicht der Geschichte selbst, sondern jetzt geht es um den einzelnen Menschen, der sich allein fühlt, von Gott verlassen fühlt, den Jesus nicht hört. Herr, warum trittest du so ferne? Warum verbirgst du dich zur Zeit der Not, da alles mir ein kläglich Ende droht? Bach schreibt ein Rezitativ für den Tenor und die Continuo-Instrumente. Und Sie hören an der erregten Stimmführung und Deklamation die Not des Menschen, der nun von Jesus nicht gehört zu werden scheint. Die Continuo-Akkorde sind sehr dissonant und verdeutlichen die Erregtheit der Singstimme. Hier in diesem erregten Rezitativ fährt überraschend fort. Er sagt, du wiesest ja mit einem Sterne vor dem den neubekehrten Weisen den rechten Weg zu reisen. Und hier nun der Bezug zu Epiphanias, nicht? Hier werden die drei Weisen erwähnt. Am Erscheinungsfest kamen sie, sie wurden neu bekehrt. Sie erscheinen hier also als de tempore Bezug zu der Kantate, die zum vierten Sonntag nach Epiphanias gehört. Sie werden jetzt beobachten, dass die Stimmführung wesentlich kantabler, schöner wird. Diese erregte Dissonante des Anfangs ist nicht mehr da. Aber achten Sie auf den Schluss. Dort wird der Tenor von der großen Gefahr sprechen und das wird sich sofort in Bachs Musik dissonant, vor allem in den Continuo-Instrumenten, widerspiegeln. Du wiesest ja mit einem Sterne vor dem die neubekehrten Weisen den rechten Weg zu reisen. Ach, leite mich durch deine Gefahr haben Sie deutlich gehört. Und die aktuelle Gefahr ist nun in der Geschichte des Matthäus-Evangeliums der Seesturm. Der Tenor wird gleich von den schäumenden Wellen des Meers singen. Das Orchester
und vor allem die virtuos geführten ersten Violinen stellen die Wellen vor. Wasser bei unserem Musikfest überdeutlich. Er wird singen die schäumenden Wellen von Belials Bächen. Belials Bächen. Ja, wer ist Belial? Ich habe mich noch einmal versichert bei unserem Freund Joachim Eckstein. Also Belial ist ein Synonym für Satan und kommt im Neuen Testament einige Male vor. Also es sind Satansbäche. Aber finden Sie nicht auch, das klingt doch viel schöner von Belialsbächen als von Satansbächen. Von Belialsbächen. Das klingt böser und gefährlicher. Immer wenn das Wort Belial kommt, wird eine Dissonanz erscheinen. Das Böse des Satans ist abgebildet. Und in dieser Arie, die der Tenor singt, beobachten wir nun wieder einmal, wie stark Bach vom Text abhängig ist. Da heißt es jetzt, die schäumenden Wellen von Belials Bächen verdoppeln die Wut. Verdoppeln die Wut. Und Bach reagiert sofort. Er verdoppelt den Rhythmus der Singstimme, gibt ihm wilde, dahinschießende Koloraturen, so ähnlich wie es die ersten Violinen die ganze Zeit spielen. Stelle beginnt der Mittelteil dieser Arie und wieder reagiert Bach auf einen neuen Text. Da heißt es im Text, ein Christ soll zwar wie Felsen stehen, wenn Trübsalswellen um ihn gehen. Dreimal unterbricht Bach diesen dahinstürmenden Satz und gibt dem Tenor Adagio-Takte, in denen er diese Worte sehr deutlich, sehr bestimmt und von den Wellen unangefochten sagt. Immer wieder setzen danach die Wellen des Meers ein. Nochmals neuen Text. Doch suchet die stürmende Flut die Kräfte des Glaubens zu schwächen. Der entscheidende Satz ist, die Kräfte des Glaubens zu schwächen. Und wieder fällt mir auf, und ich kann es nur bewundern, wie Bach versteht, einen solchen Text nachzudenken und auch zu interpretieren. Also die Kräfte des Glaubens, die geschwächt werden. Er singt diesen Text zweimal. Beim ersten Mal sinkt der Satz aus hoher Lage in immer tiefere Lage ab. Also der Klang des Orchesters, der Singstimme, wird geschwächt.
Dann wiederholt er den Text. Jetzt hat er einen Halteton und dieser Halteton führt in einen sehr schnellen Rhythmus, der Bachs Freudenmotiv ist. Sehr wild. Also das heißt dann doch, jetzt werden die Kräfte des Glaubens nicht geschwächt. Es wird Belial nicht gelingen, diese Kräfte wegzunehmen. Die Kräfte des Glaubens zu schwächen. Die Kräfte des Glaubens zu schwächen. Lassen Sie uns zum nächsten Satz der Kantate gehen. Wir sind jetzt beim vierten Satz der Kantate. Wir haben eine siebensätzige Kantate vor uns. Das heißt also, der vierte Satz ist der Mittelpunktsatz. Und Bach benutzt nun das Christuswort aus dem Sonntagsevangelium und sagt: Ihr Kleingläubigen, warum seid ihr so furchtsam? Der Bass, bei Bach ja immer die Christusstimme, der Bass hat ein sehr einfaches, aber sehr klares Thema. Ihr Kleingläubigen, warum seid ihr so furchtsam? Also ein schlichtes Thema, aber in seiner Aussage sehr klar. Die Continuo-Instrumente begleiten dieses Arioso. Sie haben dasselbe Thema. Denken wir nach. Sehen Sie, Bach könnte die Bassstimme auch ganz anders begleiten. Aber er nimmt dasselbe Motiv. Also die Continuo-Instrumente sagen mit anderen Worten auch: Ihr Kleingläubigen, warum seid ihr so furchtsam? Also für Bach steht dieses Wort Christi im zentralen Mittelpunkt. Vokal, instrumental, dasselbe wird im Kanon miteinander verbunden, ständig von Neuem gesagt. Ihr Kleingläubigen, warum seid ihr so furchtsam? Ihr Kleingläubigen, warum seid ihr so furchtsam? Warum seid ihr so furchtsam? Das wird noch lange weitergehen. Und der Satz hat nur diese eine Aussage: Ihr Kleingläubigen, warum seid ihr so furchtsam? Dieselbe Bassstimme wird in der nächsten Arie fortfahren. Sie wird von dem aufgetürmten Meer sprechen. Und Bach bildet dieses aufgetürmte Meer im Orchester ab. Die Streicher spielen unisono, also alle dasselbe. Sie beginnen in tiefer Lage, stürmen nach oben, bilden das Aufgetürmtsein des Meers ab. Sie wechseln dann mit den Oboen und in der Schlusskadenz werden die Bläser mit den Streichern zusammengefasst. Ein wilder Anfang. Gleich wird der Bass einsetzen und er wird sagen: Schweig, schweig, aufgetürmtes Meer. Immer sagt er dieses Wort zweimal. Er ruft das, diese Worte in das brandende Meer hinein. Schweig, schweig, aufgetürmtes Meer. Schweig, schweig, aufgetürmtes Meer. Aufgetürmtes Meer, schweig, schweig. Aufgetürmtes Meer, schweig, schweig.
das ist eindrucksvoll, nicht? Dieses kraftvolle, doppelte Schweig, Schweig hinein in die Wasserwogen. Er fährt fort, verstumme Sturm und Wind. Also Jesus sagt diese Worte. Es ist interessant zu beobachten, dass der Streichersatz dieses Verstummen des Meeres abzubilden scheint. Wir wollen Ihnen das zeigen. Zunächst werden Sie bei den Streichern hören, dass sie einen halben Takt spielen und dann schweigen, dann wieder einen halben Takt spielen. Bis dahin immer unisono, also alle dasselbe. Und dann im nächsten Takt trennt Bach die einzelnen Gruppen auf. Also die ersten Geigen, die zweiten Geigen, die Bratschen, die Celli Kontrabass haben eigenständige Stimmen. Diese eigenständigen Stimmen sind jetzt nicht mehr unisono geführt, sondern gegenläufig. Also die tiefen Instrumente gehen nach oben, die hohen Instrumente gehen nach unten. Dann ist es ja klar, wenn das Meer nicht mehr unisono läuft, dass es dann seine Kraft verliert. Es verstummt. Und übrig bleiben nur die Continuo-Instrumente. Also eine sehr subtile Textabbildung. Wir zeigen Ihnen nur den Streichersatz. Fand ich aber, dass diese Textabbildung, und das ist sie, nicht im Zentrum des Bachschen Ausdruckswillens steht. Der Bass singt dazu, verstumme Sturm und Wind, die Oboen werden auch eingesetzt, aber danach bäumt sich das Meer erneut auf, also es verstummt noch nicht. Wir werfen einen Blick in den Mittelteil dieser Arie. Dort verstummt nun das Meer, also diese nach oben brandenden Figuren der Streicher, zum ersten Mal. Dir sei dein Ziel gesetzet, damit mein auserwähltes Kind kein Unfall je verletzet. Das ist der Text und damit der Ausgangspunkt für Bachs Musik. Ich habe dem Text ein wenig nachgedacht. Warum heißt es hier damit mein auserwähltes Kind? Nicht wahr? Man würde doch denken, jetzt wird gesagt, dass den Jüngern, die da angstvoll auf dem Schiff sind, dass denen nichts passiert. Aber offensichtlich will Bachs Textdichter und Bach selbst persönlich sein. Mein auserwähltes Kind. Also es geht um die einzelne Person, die hier angesprochen wird. Und ich erinnere mich an Texte wie etwa Fürchte dich nicht, ich bin bei dir. Also dieses ganz unmittelbare Empfinden. Mein auserwähltes Kind. Dir sei dein Ziel gesetzt, damit mein auserwähltes Kind, mein auserwähltes Kind, mein auserwähltes Kind. Jetzt kommen die Worte kein Unfall je verletzt. Und auch da muss man in den Noten mit sehr viel Bedacht nachlesen, was Bach gemeint haben könnte. Es erscheint hier zum ersten Mal in dieser Kantate Bachs Kreuzmotiv. Ich denke, viele von Ihnen wissen das schon. Das sind immer vier Noten. Wenn man die erste und die vierte mit einem Strich verbindet und die zweite und dritte, dann ergibt das Zeichen eines Kreuzes. Der Bassist singt kein Unfall je und hier erscheint das Kreuzzeichen. Kein Unfall je.
Und gleich anschließend haben die beiden Oboen dieses Kreuzmotiv im Kanon. Die erste Oboe, dann die zweite Oboe. Sie werden kaum in der Lage sein, dies zu verfolgen, wenn der ganze Satz läuft. Aber wenn Sie es wissen, können Sie es erfassen, auch die kanonische Führung zwischen den beiden Oboen. Sie hören diese eben gezeigte Stelle im Zusammenhang des ganzen Satzes. Kein Unfall je verletzt, kein Unfall je verletzt, je verletzt. Ich möchte einen Blick werfen auf die letzten beiden Takte dieses Mittelteils, wo sich mir dieser eben geäußerte Gedanke zu bestätigen scheint. Da gibt es auch zum ersten Mal in dieser Kantate chromatische Linien. Chromatisch meint also halbtönig absteigende Linien. Wir sind eigentlich gewohnt aus der Bachschen Musik, dies auf die Passion Christi zu beziehen. Das ist eine ganz kurze Stelle. Sie hören diese chromatische Linie zuerst in der zweiten Oboe, dann in der ersten Oboe, dann im Bass. Kein Unfall, wie verletzt. Nicht wahr? Wenn Bach wirklich kreuzbezogen gedacht hat, dann bestätigt dies die Kreuzzeichen von vorher. Was meint er damit? Warum kommt das hier? Ich denke, das hat zu tun mit dem vorher von mir angesprochenen Text »Mein auserwähltes Kind«. Also diese Seesturmgeschichte ist nicht nur eine schön zu erzählende und zu hörende Geschichte, sondern sie bedeutet, dass der am Kreuz gestorbene Christus die Rettung aus allen Gefahren garantiert. Jetzt zeigen wir Ihnen dieselbe Stelle mit den chromatischen Gängen im Tempo, dann wird sie wiederum viel schwerer zu hören sein. Kein Unfall, wie verletzt. Das ist das Ende des Mittelteils, eine Wiederholung des Anfangs, das Schweig, Schweig wird sich anschließen. Jetzt gibt es vor dem Schlusschoral noch ein kleines Rezitativ für den Alt. Und es schien mir auffällig, wie stark der Textdichter und Bach hier die Kantate nachdenken. Da heißt es am Anfang, wohl mir, mein Jesus spricht ein Wort. Ja, natürlich gemeint ist das Schweig, Schweig aus der Arie, die vorausging. Dann geht es weiter, mein Helfer ist erwacht. Das bezieht sich auf die erste Arie, wo Jesus schläft. Und dann fährt der Text fort, nun muss des Meeres Sturm, des Unglücks Nacht und aller Kummer fort. Kein Unfall je verletzt. Das war das Kreuzzeichen, das wir gerade beobachtet haben. Und tatsächlich am Ende dieses Rezitativs, wenn sie das kein Unfall je verletzt aufnimmt, liegt in den Bassinstrumenten darunter wieder dieses Kreuzmotiv. Also offensichtlich eine klare Absicht Bachs, am Ende seiner Kantate dies zu verstärken. Jetzt der Schlusschoral, der Chor also nur hierfür eingesetzt. Es ist der zweite Vers des bekannten Liedes Jesu, meine Freude.
Und viele von Ihnen werden die gleichnamige Motette kennen. Bach schreibt jetzt einen anderen, gleichwohl sehr textbezogenen Satz. Einen Blick werfen auf die letzte Zeile dieses Chorals. Jesus will mich decken. Sie scheint mir in dreierlei Beziehung bedenkenswert. Hören Sie zunächst, was der Bass zu singen hat. Sie werden beobachten, dass der Bach durchgehende Achtelnoten singt. Und Bach scheint sich zu beziehen auf die Stürme dieser Kantate, auf die Wellen, auf das Meer. Jetzt ist es beruhigt. Wenn Sie den ganzen Chor hören an dieser Stelle, dann achten Sie jetzt auf die Tenöre. Sie führen diesen von E-Moll ausgehenden Satz in ein sehr helles, gewissermaßen am Ende der Kantate gerettetes E-Dur. Hören Sie noch einmal den Bass. Ihnen ist sicher vorher aufgefallen, dass der letzte Ton ein ganz tiefer war, ein tiefes E. Für die Bässe wäre es in gewisser Weise bequemer, dieses E eine Oktave höher zu singen. Und es würde gar nicht viel anders klingen. Warum? Und wenn man genau hinsieht, wieder, das ist ein Kreuzzeichen. Also Bach in seinem Denken hat dieses Kreuzzeichen eingeführt, so kein Unfall je verletzt in der Bassarie. Er hat es wieder aufgenommen am Ende des Altrezitativs und nun in der letzten Zeile des Chorals erscheint es wieder. Wir zeigen Ihnen die zweite Hälfte des Chorals im Gesamtsatz. Die Kantate nun gleich als Ganzes musizieren. Erlauben Sie mir ein ganz persönliches Wort. Als ich über diese Kantate und den heutigen Mittag nachdachte, da war das der Tag nach der Beerdigung eines sehr engen Freundes von mir, der Beerdigung von Peter Kreisig. Peter Kreisig war während meiner Kantorenzeit an der Gedächtniskirche der dortige Theologe und Pfarrer. Und wir haben uns vielfach ausgetauscht über die Bachsche Kirchenmusik, haben ja zusammen unendlich viele Kantaten, Gottesdienste
dort gehabt. Ich verdanke Peter Kreisig sehr viel. Er war derjenige, der mich immer wieder von neuem angeregt hat, über den Sinn der Musik nachzudenken. Und das haben wir heute miteinander geteilt. Peter Kreisig, vielen Dank.
Thank you.
Schweig, schweig, abgetörtes Abgetörtes Wind, schweig, schweig. Abgetörtes Wind, schweig, schweig. Verstummt, verstummt, Sturm und Wind, Sturm und Wind, Sturm und Wind, verstummt, verstummt, Sturm und Wind. Schweig, schweig, abgetörtes Wind. Schweig, schweig, abgetörtes Wind. Abgetörtes Wind, schweig, schweig. Abgetörtes Wind, schweig, schweig. Verstummt, Sturm und Wind, Sturm und Wind. Thank you.